Du hast jetzt ungefähr dasselbe gesagt, wo ich auch jetzt nochmal hin wollte, weil ich wollte einhaken und sagen, lassen Sie mich noch einen Gang zurückschalten. Nämlich, wenn du das anstrebst, dass du dieser Teamlead wirst zum Beispiel, also du bist im Team und du strebst an, du möchtest da jetzt quasi die Ränge wechseln. Ich glaube, das ist genau der wichtige Punkt. Du musst dir angewöhnen, dieses reflexive Verhalten zu trainieren. Du musst. Punkt, ja. Ja, du musst da reingehen und du musst feststellen, okay, in dieser Situation hat meine Chefin dieses gemacht. Hätte ich das auch gemacht? Hätte ich was anderes gemacht? Was waren wahrscheinlich ihre Optionen? Was für Möglichkeiten, wie viel Spielraum gab es denn da? Und was hätte ich da gemacht? Und genauso wie du meinst, ja, Mitarbeiter da drüben, 3 Tische weiter, hat Folgendes getan. Wie hättest du darauf reagiert? Was hättest du gemacht? Also einfach, wie sind diese Gedankenspiele auszubauen, um einfach in diese reflexive Ebene hineinzukommen, in diese Metaebene, wo sozusagen nicht nur das Blatt das ist, der hat gesagt und das hat es gemacht und da ist passiert und also wir kennen das, ja. Und aus dem rauszukommen und einfach zu sagen, okay, wenn das jetzt so ist, was heißt denn das für mich? Was heißt das für uns? Wie ist dieser Eindruck nach außen? Wie erscheinen wir in dem, was wir da tun? Was wird von uns gefordert? Was sind die Erwartungshaltungen, die an uns gestellt werden? Und gleichzeitig, wie sehe ich das? Und wie stehe ich dazu? Und wie ist meine Haltung dazu? Also dieser Abgleich von innen, also umgekehrt, von innen und von außen. Ja? Also es geht ja nicht darum, sozusagen wie die Fahne im Wind, nur das von außen aufzunehmen, sondern es geht auch darum, für dich selber Prinzipien zu entwickeln und eine Haltung zu entwickeln und mit dieser dann gefestigt dazustehen. Irgendwo, glaube ich, eher aus dem Östlichen herauskommend, ist ja quasi, du möchtest wie der Baum gut verwurzelt sein, aber gleichzeitig natürlich beweglich auch sein, um halt dich den Gegebenheiten anzupassen. Und das gelingt dir, glaube ich, eben nur, wenn du für dich diese Prinzipien festgelegt hast. Und das muss nicht unbedingt explizit sein, aber es hilft, über diese Dinge halt schon einmal nachgedacht zu haben und dann entsprechend da schon einmal einen Schritt weiter zu sein. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Vorbereitung, um dann, wenn du dann sozusagen gecallt wird, sagt man auf Englisch, also wenn du dann ausgewählt bist, jetzt diesen Teamlead zu machen, dann bist du, glaube ich, in einer guten Position, um dort einen Erfolg zu haben.